Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, zu einem neuen Odin war einkaufen. Ein ganz kurzes. Packen wir auch gleich mal zusammen aus, weil der eine oder andere hat es ja mitgekriegt. Ja, ich bin fett geworden. Na, fett nicht, aber ich habe zugelegt. Mir passen meine alten Gürtel nicht mehr und mein super Gürtel, der die ganzen Jahre gehalten hat, der hat jetzt einen Geist aufgegeben. Was ist denn hier drin? Ein Kondom. Okay. Ready for battle. Ist das geil? Da ist ein Kondom drin. Ey, wie geil ist das denn? Dann mal hier. Habe ich von der Firma aus Wacken mir geholt. Zeige ich euch auch gleich. Wacken Xmas Shop. Also ist der Wacken Shop, so wie es aussieht. Mittel. Habe ich mir von... Für 16 Euro, 14 Euro noch was mit Versand, alle drum dran, 16, 19 Euro noch was. Also Versand und Umsatzsteuer und den ganzen Scheiß. Battle Measured, seht ihr das? Von denen habe ich das gekauft. Auch sehr gut verpackt hier. Ich glaube, passt mal auf, das zeige ich euch mal, das glaubt mir ja kein Schwein. So ist er drinne. So, hier. Ihr seht das Paket, guck mal wie groß das ist. Ja? Dann nehme ich einmal Folie raus, zweimal Folie raus, dann ist, das ist mein Objekt, was ich geholt habe und dann ist noch zweimal Folie da unten drin. Also wenn das nicht super verpackt ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, und das Ganze ist in der Folie, so, das ist einfach nur das Ding in diesem Riesenpaket. Das ist geil. So. Ist doch gerade? Ja, ist schon gerade. Jetzt müssen wir das hier noch schnell mit dran machen. Passt das auch? Passt. Na. Oh, jetzt will das nicht hier durch oder was? Ach doch, das kann ich schräg machen. Boah, jetzt habe ich schon Schiss gehabt hier. Gürtel schnell, muss einen neuen Gürtel kaufen oder so. Och, jetzt habe ich es verkehrt drum ran gemacht. Ja. Ecke wieder. So, dann machen wir das. So. Und das ist jetzt mein neuer Gürtel. Diesmal ein Torshammer anstatt. Was mit Odin. Ich finde... Torshammer gibt es ganz viele und ich finde es auch toll, dass es den gibt und der sieht auch schick aus. Den gibt es auch noch in Bronze und in Gold und vergoldet und so. Ich würde mir aber mehr wünschen, so Wallknut oder irgendwas mehr, was auf Odin bezogen ist, mal ja, als Gürtel zu machen. Dann werden wir gleich mal rin machen. Ah, eigentlich, da hält endlich die Buchse wieder vernünftig. Ich mach mal so. Sieht ein bisschen freundlicher aus. Ah. Ich habe ja meine Gürtelschnalle neu gesucht, aber die... Irgendwas ist runtergefallen. Aber die gibt es nicht mehr. Die wird nicht mehr hergestellt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man das vielleicht noch irgendwo gebraucht oder so findet. So. Ah. So, passt. Na, noch ein Loch. Ja, das feste, die ist jetzt wesentlich kürzer als meine alte Gürtelschnalle. Ja, locker mal die. Oh. Puh, nee, das Loch ist, oh, das ist eindeutig. So, das Loch muss ich nehmen. So. Jetzt fühlt sich das schon mal wieder wesentlich besser an. So, ich zeige euch das auch mal. So, ist sie jetzt dran. Und ihr seht, die ist jetzt wirklich nur in der Mitte. Entschuldigung für den Blick. Ich mache mal ein bisschen höher. Es tut mir leid. Aber die alte Gürtelschnalle war halt wesentlich länger. Die war halt so. Und wenn man dann halt noch das Festmachen für den Gürtel zählt und dass das Loch weiter nach vorne ging, konnte ich halt ein Loch weiternehmen. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich ein Loch weiter vorne nehmen. Nicht, weil ich fett geworden bin, nee, weil die Gürtelschnalle viel kleiner ist.
Ja, die ist praktisch, die alte war etwa so. Also die war richtig schön oval. Ja, aber ich habe jetzt wieder eine Gürtelschnalle, die Buchse sitzt wieder vernünftig. Ja, das war auch soweit. Zu Odin war shoppen. Das war eigentlich jetzt in der nächsten Zeit, geht nicht nochmal shoppen. Mal gucken, was mir noch einfällt. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.